Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video. Und heute werden euch die Ohren schlackern, denn Iris Klein hat sich gemeldet und sie hat ein Chatverlauf veröffentlicht, wo quasi jetzt wirklich auch die ersten bzw. der direkte Beweis gezeigt wird, dass Peter Klein mit Yvonne Wölke am Flirten ist, sie ja wohl verliebt miteinander sind und Iris Klein geht noch weiter. Sie sagt in einer Instagram-Story, dass auch ganz viel gemeinschaftliche Sachen geplant sind, Interviews, eine eigene Show. Also das ist wirklich schon ein starker Tobak, der hier passiert ist, und wenn du das alles nicht verpassen möchtest, dann bleib gerne dran und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du mich als kleinen YouTuber unterstützen möchtest und diesen kleinen YouTube-Kanal abonnierst. Ich lade für euch mehrmals am Tag die neuesten Trash-News hoch, damit ihr selbst euch das alles nicht anschauen müsst. Ich bin quasi für euch der Erstkontakt für die Promis. Also, worum geht es überhaupt? Ihr habt das ja schon mitbekommen, Iris und Peter Klein, die Ehe steht vorm Abgrund, alles ist vorbei, alles ist dem Haufen, dem Erdboden gleichgemacht worden und angeblich ist da wohl Yvonne Wölke schuld. So sagte man das die ganze Zeit, man hat ihr den schwarzen Peter in die Schuhe geschoben, dann hieß es aber aus anderer Quelle wieder, das war alles nur Fake und das ist nur PR und dann fehlten aber wieder die Beweise und die Verschwörungstheoretiker haben Hochkonjunktur, es ging in alle Richtungen, aber niemand konnte genau etwas sagen. Sämtliche B, C, D, E-Promis haben sich eingemischt und alle haben irgendwie in die Suppe mit reingesalzen, inklusive natürlich auch den Trash-YouTubern und natürlich auch ein bisschen von meiner einer. So, das sind so die Situationen, aber dennoch so triftige Beweise haben einfach gefehlt. Wir wussten, dass Iris kleine Zeit lang bei ihrer Tochter Daniela Katzenberger gewohnt hat, um quasi die gemeinschaftliche Finca zu räumen. Dann ist sie wohl wieder zurückgezogen und dann hat sich etwas ereignet, das stelle ich mir, wenn das wirklich alles so war, sehr, sehr schlimm vor. Denn Iris Klein scheint wohl das Handy ihres Mannes abgefilmt zu haben und dieses auch leicht veröffentlicht zu haben, wo es ein ominösen Chatverlauf gibt mit CTB. Da werden wir noch zu kommen. Was ist denn eigentlich CTB? Und diesen Chatverlauf, den möchte ich euch mal zeigen. Hier zitiere ich aus der Quelle von Instagram. Iris Klein Mama ist der offizielle Instagram-Kanal. Und so seht ihr die Story. Hier hat sie wohl das Handy ihres Mannes abfotografiert. Und hier gibt es folgenden Chatverlauf. Und ich möchte deine roten Wangen wiedersehen und deinen Körper spüren und fühlen. Dann kam die Nachricht erreichbar. Dann scheint hier wohl irgendwie was passiert zu sein, denn um 1 Uhr folgte der Kuss. Um 5.48 Uhr an meine Seite und dann um 8.21 Uhr guten Morgen, mein Schatz. Und dann kam eine kühle Antwort mit GM. Das steht dann für guten Morgen mit einem Knutsch-Smiley. Und dann darauf, magst du nochmal telefonieren? Noch könnte ich. Und das ist ganz interessant, also nochmal telefonieren. Hier wird sich das wohl auf diese Pause zwischen 22.50 Uhr und 1.36 Uhr bezogen haben. Hier scheint dann wohl nachts ein Telefonat stattgefunden zu haben, vermutlich. Das ist jetzt nur reine Interpretation meinerseits. Und dann geht das hier so weiter. Okay, geht jetzt nicht mehr. Das muss dann so relativ zeitgleich gewesen sein, als Iris aufgestanden ist. Das war so die Instagram-Story von ihr. Und dann gab es von ihm noch ein Ich liebe dich. Und dann war Ruhe und dann kam nochmal ein Oh nein, shit. Wahrscheinlich, weil es dann jetzt nicht mehr ging. So, das ist jetzt erstmal dieser komische Chatverlauf von CTB. Und jetzt ist die große Frage, was ist denn CTB? Und jetzt klicken wir mal weiter. Und dann hat Iris Klein, auch das zitieren wir aus Instagram, Iris Klein Mama. Und zwar, was ist das? Und hier steht Angaben gemäß Paragraph 5 TMG, CTB, hier ist der Sitz dieser
Firma. Es ist ein Impressum und vertreten durch Yvonne Wölke. Das scheint hier die Kontaktadresse zu sein. Ich habe jetzt hier mal die Telefonnummer geschwärzt, einfach aus Gründen des guten Tonhalbers, dass man die Handynummer hier nicht gleich sieht. Aber das ist quasi so die Nummer, mit der Peter geschrieben hat. Oha, das ist doch ein ganz, ganz entscheidender Punkt in diesem Iris Klein, Peter Klein, Yvonne Wölke Puzzle. Und dann hat aber Iris Klein noch eine Instagram-Story dazu gemacht und sich persönlich zu Wort geäußert. Da hören wir mal rein. Kam das Geständnis, ja, er hat sich verliebt. Also Leute, mehr Beweise brauche ich nicht. Und auch Yvonne Wölke, deine Lügen sind aufgeflogen. Heute Morgen schreibst du meinem Mann noch, wie sehr ihr euch liebt. Also bitte verschont mich in Zukunft. Es gibt auch kein Interview. Yvonne Wölke und Peter Klein sind verliebt und die machen zusammen eine Doku und ein Interview und ich wünsche euch dabei viel Glück. Oha, oha, oha. Das ist eine wirklich komplett neue und, wie ich finde, dramatische Wendung, an die ich gar nicht mehr geglaubt habe. Tatsache hatte ich heute ein Video schon geplant, wo es quasi nichts Neues mehr gab und ich auf ein anderes Thema übergesprungen bin. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, das lässt jetzt nochmal das gesamte Kartendeck neu gemischt sein. Denn was Iris Klein da sagt, das ist schon sehr interessant. Sie sagt ja auch, sie spricht ja auch von einem Interview, welches noch geplant ist und sieht da wirklich die große Liebe. Und dann scheint ja auch alles, was gewesen zu sein und gesagt wurde, und wir erinnern uns, Peter Kleins offizielles Geständnis auf dem Dach des Versaces Hotel. Es ist niemals etwas gewesen. Yvonne Wölke in der Presse immer ganz vorne mit dabei mit dem Dementi. Nein, das ist alles eine Lüge, das ist alles nicht die Wahrheit. Ja, das Kartenhaus scheint jetzt nun wirklich zu bröckeln und ich muss euch ganz ehrlich sagen, unabhängig davon, ob das jetzt PR ist, ob das jetzt Fake ist oder ob das jetzt alles wirklich so ist, es ist ein harter Tobak. Ich möchte nicht in der Haut der jeweiligen Personen stecken, egal wer. Ich glaube, alle haben durch diesen Skandal wirklich es jetzt sehr, sehr schwer. Für alle die, die das Video von mir heute Morgen verpasst haben, schaut dort sehr gerne mal rein, denn dort habe ich von der Trennung von Yvonne Wölke gesprochen. Sie hat ihren Ehemann verlassen, beziehungsweise sie sind auseinandergegangen. Sie ist ja schon vor einiger Zeit aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Jetzt ist die Trennung wohl mit dazugekommen und damit ist jetzt auf jeden Fall Yvonne Wölke Single. Und wie es aussieht nach dem neuesten Skandal von Iris Klein, scheint auch wirklich Peter Klein nun komplett für Yvonne da zu sein. Freuen wir uns für die neue frische Liebe und hoffen, dass sie einen guten Start haben nach diesem großem Skandal. Wenn ihr zukünftig auch keine Trash-News mehr von mir verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen kleinen YouTube-Kanal. Wir sind hier eine kleine Familie und ich freue mich über jeden neuen Zuschauer. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch ein hervorragendes Restwochenende und denke, wir sehen uns morgen schon wieder und ich glaube, dieses Thema wird weiter kochen, Freunde. Also, es lohnt sich, hier dran zu bleiben. Auf Wiedersehen. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt.